Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video, in dem es um eine Reinschaltung geht, die nicht so einfach zu berechnen ist. Kurz noch einmal die Ausgangssituation. Zwei Widerstände sind in Reihe geschaltet und an eine bekannte Spannung gelegt. Vom ersten Widerstand kenne ich den Widerstandswert, vom zweiten Widerstand kenne ich jedoch nicht den Widerstandswert, sondern nur die Leistung, die er abgibt, wenn er in dieser Weise mit dem anderen Widerstand verschaltet ist. Im ersten Video zu dieser Serie habe ich diese Aufgabenstellung vorgestellt und einige kleine Hinweise gegeben. Im zweiten Video habe ich nun für die Werte, die hier oben angegeben sind, die Lösung vorgestellt und gezeigt, dass diese Lösungen stimmen. Es gibt tatsächlich zwei Lösungen für den Wert RA, sodass diese Werte stimmen. In diesem Video werde ich nun hergehen und den Ansatz zeigen, mit dem man zu einer Formel kommt, mit deren Hilfe man nun tatsächlich auch die Lösung berechnen kann. Da es sich um die Leistung handelt, die hier bekannt ist in diesem Widerstand und ich diesen Widerstandswert ermitteln möchte, schreibe ich mir zunächst folgende drei Formeln auf. Das ist einmal RA, also das wäre schon die gesuchte Größe, gleich UA durch I. Stelle dabei aber fest, dass ich weder UA noch I kenne, also hier auf der rechten Seite zwei Unbekannte habe. Daraufhin schreibe ich mir eine weitere Gleichung auf, die für diesen einen Widerstand gilt, nämlich PA, die hier umgesetzte Leistung, ist gleich UA Quadrat, die Spannung an diesem Widerstand zum Quadrat, geteilt durch RA. Das ist die gesuchte Größe, diese Größe kenne ich. UA Quadrat kenne ich nicht, also enthält diese Gleichung zunächst mal nur eine Unbekannte und käme potenziell in Frage für die weitere Vorgehensweise. Ich schaue mir nun aber noch die dritte Gleichung an, die hier in Frage kommt. Das ist PA, die hier umgesetzte Leistung, ist gleich I Quadrat mal RA. RA wiederum natürlich die gesuchte Größe. I Quadrat ist eine Unbekannte. Da dieser Strom I durch diesen Widerstand fließt und auch durch diesen Widerstand, scheint es mir vernünftiger, mit dieser Formel anzusetzen als mit dieser Formel. Es wird sich gleich erweisen, dass es jetzt tatsächlich recht einfach ist, auf eine Gleichung zu kommen, in der nur noch eine Unbekannte, nämlich die gesuchte Größe RA, steht. Denn wenn ich nun diese Gleichung verwende, die hier steht, und mir nun überlege, wie ich an den Wert dieser Unbekannten komme, nämlich dem Strom I, so kann ich mir überlegen, dass der Strom I gleich U durch R gesamt ist. R gesamt ist ja der Widerstand dieser Reinschaltung, der sich zusammensetzt aus RI plus RA. Setze ich nun diese Gleichung hier ein, so ersetze ich die unbekannte Größe I durch U, U ist bekannt, durch RI, RI ist bekannt und durch die unbekannte Größe RA, die in dieser Gleichung sowieso auch schon vorhanden ist. An dieser Stelle ist das nun vollzogen worden. PA gleich I Quadrat mal RA gleich U durch RI plus RA zum Quadrat mal RA. Das Ganze nochmal aufgeschrieben. PA ist gleich Klammer auf U durch RI plus RA zum Quadrat mal RA. Die Erkenntnis, dass ich mit dieser Gleichung zur Lösung kommen werde, ergibt sich vor allem daraus, dass ich die unbekannte RA hier stehen habe, an dieser Stelle und an dieser Stelle, und dass alle anderen Größen, die sich in dieser Gleichung befinden, nämlich U, RI und PA, bekannt sind. Unter diesen Voraussetzungen, dass diese drei Größen bekannt sind, ist das die geeignete Gleichung, mit deren Hilfe ich den Wert von RA berechnen kann. Damit ist der Lösungsansatz auch schon vollständig. Ab jetzt wird es eher ein mathematisches Problem sein, auf den Wert RA zu kommen. Die Elektrotechnik ist für die nächsten Schritte im Grunde erstmal außen vor, erst zum Ende dieser Videoreihe werde ich wieder etwas näher auf die Elektrotechnik eingehen, denn es ist schon interessant aus elektrotechnischer Sicht, warum am Ende hier zwei Lösungen herauskommen für diese Aufgabenstellung. Und das kann man auch tatsächlich elektrotechnisch beschreiben.
Im nächsten Video werde ich nun hergehen und den Wert RA ermitteln, unter der Voraussetzung, dass ich die drei anderen Größen wirklich kenne. Im darauffolgenden Video werde ich so vorgehen, dass ich eine allgemeingültige Gleichung für RA aus dieser Gleichung heraus ableite. Wenn Sie mit quadratischen Gleichungen vertraut sind, sollten Sie nun selbst versuchen, aus dieser Gleichung heraus zur Lösung zu kommen. Ja, ich hoffe, dass Sie dieser kleinen Videoserie weiter folgen werden. Ich würde mich aber auch jetzt schon über einen Daumen hoch und natürlich über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.